Sehr gut. Moment, wir hatten zwei Gearboxes. Wir haben hier eine. Schauen wir mal, ob das hier reinpasst. Ja. Perfekt. Hat auch kaum Lärm gemacht. Natürlich ist er wieder in der Nähe, war ja klar. Was erwarte ich auch? Small Gear. A weapon to surpass small gear. Wir hatten noch eine zweite Gearbox, glaube ich, da unten gehabt. Perfekt. So. Wo war das andere jetzt? Ich glaube hier oben. Ups. Aber übrigens mal, wenn ich mal kurz stehen bleibe, hört mal. Kein Mr. X momentan ist in meinen Augen ein extrem gutes Zeichen, aber wir hoffen mal, dass das anhalten wird. Weil ohne Mr. X war das Ganze schon um einiges angenehmer. Nice and Stein. Okay. Hat zumindest auch seinen Humor nicht verloren, Kollege Leon. Ist sehr sympathisch. So, was hast du denn jetzt hier? Was hast du jetzt hier? Moment hier. Ja. Mhm. Dachte, da habe ich schon wieder Fußstapfen gehört, genau in dem Moment. Das hätte mir noch gefehlt. So, warte mal da. Small electronic part. Examine. Custom part for power panel. Alright then. Gut. Das heißt, zwei Stück haben wir jetzt schon mal. Wir haben anscheinend keinen Shooter allerdings, den wir jetzt hier irgendwie runtergehen können. Oder runterrutschen können. Andere Richtung. Goodie. Wir müssen leider, glaube ich, hier in die Richtung gehen. Ich gehe auf jeden Fall noch ins, das kann ich mal sagen, Richtung Jail. So viel ist schon mal klar. Schön, dass hier alles reloaded ist, aber das sieht ganz okay aus. Die würde ich gerne umgehen. Ah, okay, fuckface, hier in die Richtung. God damn it! Da habe ich mir mal gefreut, dass wir gerade keinen Mr. X haben. Für einen längeren Zeitraum. Dachte, das bleibt jetzt dabei. Nö! Nö, 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 nö. Das bleibt mir verwehrt. Natürlich. So, hier hinten haben wir Licker. Kein Bock drauf. Ich gehe in die Main Hall. Klingt angenehmer. So, lass mal sehen. Fire Escape. Yep. Seams Flare. Habe ich alles mit, was ich brauche? Gunpowder kann ich ablegen. Oder eventuell kombinieren. Ich könnte mal Shotgun Shells machen. Weiß noch gerade nicht, ob ich wirklich welche brauche. Ist die Sache. Legen wir erstmal ab.
bis wir eventuell wieder ein bisschen Zeit haben und unsere Gedanken ordnen können. Aber ich glaube, ich mache mal schon mal wieder Magnum Ammo. Bin ich doch irgendwie ein Fan von, wenn ich ganz ehrlich bin. Combine, bam, combine, bam, combine. Ups. So, Electric Part. Power Panel Part, bam. Seams Flare. Wir könnten uns nochmal hier für die Reise eventuell ein paar grüne Herbs mitnehmen, aber ich gehe mal auf... Moment, ich habe kein High-Grade. Doch, ein High-Grade-Kanbauer habe ich sogar noch. Aber belassen wir erstmal hierbei. Sachen. Gut, ein bisschen Richtung Fire Escape. Das heißt, direkt mal in die Richtung. Ah, hier sind wir übrigens sogar Windows, sehe ich gerade. War schon mal interessant. Kann ich hier unten direkt durch? Ja. Ja, nur ist da ein Licker, aber ich glaube, anders kommen wir nicht wirklich dahin. Von daher Man-Mode. Ich schau gerade nochmal, aber ja, wir müssen hier auf jeden Fall durch. Value! Ja, doch, jetzt habe ich es gerade nochmal gesehen. Also wir sind... Genau. Fire Escape müssen wir runter. Mein Fehler. Sind direkt einmal in die falsche Richtung gelaufen. Natürlich! Natürlich. Hier lang. Jawohl. Okay. Alright then. Liebe Freunde, gerade keine Zeit für euch leider. Sorry. Ich hoffe mal, dass Mr. Exhibitionist sich erstmal gehackt liegt für einen längeren Zeitraum. Am besten für den Rest des Games. Weil mit dem Kollegen habe ich es mittlerweile durch. Mag den nicht. Ist mir mittlerweile auf jeden Fall bewusst geworden. That's a natural effect, because the street is where my heart is at. Easy. Haben wir hier noch Doggos? Wahrscheinlich. Okay. Electric Door Panel haben wir hier hinten. Electric Boogaloo. Natürlich haben wir hier noch Doggos. Watch my dodges! Waren auch schon mal besser. Wow! Cutting Corners! Yep. Get dogged. Ja, wegen Dog. Ja. Ja. Arbeite ich noch dran. So, bevor ich hier dieses Rätsel allerdings mache. Bam, bam. Ja, genau. Bevor ich das Rätsel mache allerdings, würde ich sagen, gehen wir mal kurz schön einen safen. Klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Morg und, Generator Room haben wir anscheinend noch Sachen, die wir noch nicht mitgenommen haben. Oder da haben wir anscheinend noch Sachen, die wir noch nicht mitgenommen haben. Meine ich, soll die Doggos mitnehmen? Ist vielleicht eine ganz gute Idee, weil wir sowieso noch ein, zwei Mal in dem Raum vorbeikommen müssen. Nja! Ups. What the fuck? Okay, Pooch. Like skeet shooting. Achievement unlocked. Whoa!
Endlich mal wieder ein bisschen Ruhe hier eingekehrt. Meine Herren. Wunderbar. Oh, wir haben sogar wieder ein komplettes... Stimmt, wir haben ja... den Safe nochmal geplündert, den Waffensafe. Das heißt, da haben wir jetzt auch mal wieder ein bisschen was an Combat Knife, das wir einsetzen können. Läuft auf jeden Fall bei uns. Lelelelelele läuft. So, nochmal kurz durchschauen, aber ich glaube, das war alles, ja. Okay. Save it! Eigentlich wollte ich jetzt hier Ende machen, aber ich würde sagen, wir machen noch ein Stück weiter und machen das Rätsel noch, weil irgendwie ist es schwer aufzuhören. Das Game ist großartig, I love it. Verdammt schwer teilweise. Aber ich glaube, je länger wir das zocken, desto besser werden wir. Ich meine, wir haben den William Birkin Fight im ersten Versuch direkt geschafft. Natürlich ordentlich Bullets gewastet, aber hey. Ey. Dafür wissen wir fürs nächste Mal besser Bescheid. Ich glaube, wir müssen noch gegen die ganzen Zombies ran. Seems Flair. Okay. Ja. Okay. Mehr Glück als Verstand. So. What the fuck? Spray. Okay, bevor ich mir die Cardreader hier nehme. Ben's Memo. The station swarming with monsters. Even I can hear their cries. But it's not the zombies I'm afraid of. Codenamed Tyrant. The ultimate bioweapon developed by those bastards in the utmost secrecy. To think that the thing might be wandering around here. Chances are that they've ordered it to wipe out the witnesses. Also so ein bisschen Nemesis, unser Lieblingsschwabe. Ich glaube, wir wissen, mit wem er, geredet hat. War nicht Ada zum Glück. Ansonsten hätte ich dem Kollegen nochmal ordentlich Eier eingeschenkt. Ja, was habe ich gesagt? Whoa! Jesus! Calm down, boy. Weak ankles,